hat jetzt so einen zweiten Kopf, so einen mega coolen, special, ultra modernen Attacker. Mega. Was wollte ich jetzt mal sagen? Turnier! Ja, genau. Ja. Und jetzt sind ich und das Slay rein. Und dann, ihr wisst jetzt durch das Deck-Profiling, was ist denn los heute? Deck-Profiling, was ich jetzt spiele. Ihr werdet eigentlich auch gleich direkt an der ersten Karte halt sehen können, was ich spiele. Also ich läuft das gut, aber sonst meistens weniger, keine Ahnung. Ich fange an zu würfeln. Roll! Fick dich. 2 gegen 4. Dann fange ich an. Schön jetzt nach 9 Wege? Ja. Ja, immer noch. Okay. So. Zack. Und schon dein Zug. Er hat gerade 4 Karten verdeckt gelegt. Er vergisst halt nur mal ganz gerne mal zu sagen, was er überhaupt tut. Ah, schön. Nein, das mir. Ja, ich bin unfähig, ich weiß. Ich schlafe auch noch halb. Das ist hier keine Ausrede. Feuerformation, Tanky. Oh mein Gott. Oh Gott. Yamato. Oh mein Gott, da kann das Holz versteckt. Das war irgendwie weniger als die Geschichte. Das war dumm, Alter. Genau wie er Hanzo halt hat und so, ne, ja, ist klar. Was ist mit Hanzo? Ja. Hanzo ist Hanzo. Schinken. Mikazuki, ein anderes Modus. Okay. Und der hatte 2000 Attacke direkt. Dimensionsgefängnis. Wow. Ja. Das merkt ja. Eine Karte verdeckt und beende mein Zug. Ich rufe meine Pyramidenschildkröte im Angriffsmodus. Hi. Und greif dich direkt an. Verliere ich den Zug, ne? Ja. Hey, 1200 minus. Und dann darfst du. Sehr schön. Peinliches Schweigen zwischen den beiden Spielern. Oh, yeah, yeah. Beide wissen nicht so ganz, was sie tun sollen. Ich weiß gar nicht, ob hier existiere. nur wenn sie durch Kampf zerstört wird, kann er irgendwas rufen. Aufschlag. Autsch. Bujin Yamato. Ach scheiße, falsches Monster. Attacke. Saku. Ja. Und wieder blockiert. Ja, aber klar, wenn er jetzt 50 Karten hinlegt, weißt du. Das können ja auch alles nur Bluffkarten sein. Nee. Ja, doch. Ja, du bist. Ich ziehe, zerstöre deinen Tanky mit meinem MSC und dann das Duo. Oh, scheiße, das ist mir egal. Dann das hier. Dann. Ruf ich Pujingi gerade nicht. Autsch. Und greife mit 1-6 direkt an. Geht durch. Oh, es geht durch. Er hat eine Lücke im System gefunden. Da steht 6400 zu 6800. Dann, dann, dann. Okay. Ach, ich bin dumm, Alter. Das war so dämlich. Oh, ah, okay. Beste Einsicht. Du bist dran. Ich aktiviere die Feinkarte Lockendes Licht. 2 Karten von Typ Lichtschmeider auf dem Friedhof. Ja. Darf mir dementsprechend 2 wieder zurück auf die Hand. Darfst du gerne tun. Ich aktiviere mein Buch des Lebens. Darfst du gerne tun. Ich rufe meine Pyramidenschildkröte. Das darfst du gerne tun. Und entferne von. Ja. Okay. Zack. Das gute Buch des Lebens. Als nächstes opfere ich meine Schildkröte. Für meinen Schattenvampir. Schattenvampir-Effekt. Ich kann jetzt ein Vampir-Finsternis-Monster. Vom Deck Spezialbeschwören. Scheiße, ein. Was die verdammten Vampire. Ey, nichts gegen meine Vampire. Sie holen dich. Vampirkraft oder Spezialbeschwören. Vampirkraft-Effekt. Ich sage jetzt Feinkarte, du müsstest eine Feinkarte von deinem Deck auf Friedhof legen. Ja, sagst du Feinkarte oder was? Ja. Okay. Ich hätte jetzt auch Monster oder Zauberkarte sagen können. Ich sage jetzt Feinkarte und Feinkarte. Weißt du, allein diese Frage. Ja, komm, dann machen wir. Ich habe ganz ehrlich gesagt noch nie gegen ein richtiges Vampir-Deck gespielt. Okay. Leute, nochmal.
Schmeiße Bojing die Insignien das Juwel. Okay. Auf Freihof. Ich aktiviere Vampirübernahme. Das ist ja ein Wasser schon Vampir, was willst du noch mehr? Ich darf mir jetzt Vampirkönigreich aus dem Deck suchen und direkt aktivieren. Der zweite Effekt läuft leider ins Leere. Geht's euch noch gut? Beste Special Effects hier. Unnötig. Nehmen wir überhaupt auf? Ja, wir nehmen auf. Oh mein Gott. Ja. Schon mal die halbe Miete. Ja. Exit-Beschwörung. Stufe 5. Atreus, Hüter der Götterdämmerung. Yay, eins der schönsten Monster, die es gibt. Effekt Atreus. Ist die starken Grenzen. Ich zerstöre den Kraken. Ich gebe ihm die Battleface. Ich greife dich mit Atreus direkt an. Tatsache, ja. Minus 2500? 600. 2600. Dann spiele ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Oh, 6400 zu 4200. Dum, dum. Was wird der Skyline jetzt tun? Du machst ihm überhaupt keinen Druck oder so, ne? Er fühlt sich vielleicht schon in Sicherheit gewogen, aber vielleicht kann der Skyline das Spiel noch rumreißen. Ernste Warnung. Dam, dam, dam. Minus 2000 für ihn. Ich kriege 2000 Lebenspunkte und die Beschwörung lässt uns das annulliert und dein Monster wird zerstört. Yes, that's right, that's the effect. Fick dich ins Der neue Punktestand 4400 zu 4200. Ja. Da, da. Ich könnte jetzt mal stark reduzieren. Ja, jetzt mal. Ich ziehe, das ist spiele eine Karte verdeckt und greife dich mit Atreus direkt an. Ja. Diese ungeballte Macht der Vampire. Du bist. Ja, nur weil sie glitzern, Alter. Ey. Hallo, was hast du gegen mein Goldframe Vampir-Deck? Ja, ich weiß, was du bist. Halt. Ich weiß, was du bist. Sag es, Bella. Du bist ein Jonas Brother. Was? My Night, bester Film. Oh, Schleichwerbung. Product Placement. Ist Abendbrot, ne? Kein Geld dafür. Nee. So, was passiert jetzt? Hat er verdeckt? Ich mag Jeopardy. Damit beende ich erstmal meinen Zug. Ich gehe über Virginia sieht mir das Schwert. Ich kann jetzt entweder einfach Monster vom Friedhof auf die Hand holen. Hm? Oder ein verbanntes Monster zurück auf. Ja. Aufs Friedhöfchen. Aufs Friedhöfchen. Mein Schildkröte zurück. Ich konnte Wortgefecht. Wieder eine Karte verdeckt und greift mit Atreus dein Monster an. Oh. Hase. Ohne den Effekt zu aktivieren. Der skillt nur auf offene Karten. Ja, ich weiß. Gut. Du bist. Ja, ich weiß. Alter, komm. Alan hat noch eine Menge Chancen, sich wieder zurück ins Spiel zu bringen. Ja, weil ich nur scheiße ziehe. Ja, was soll ich denn sagen? Du bist. Ich ziehe. Dam, dam, da, Atreus Angriff. Ich werde keiner drauf machen. Du bist. Was? Nee. Das ist so. Das ist echt weiß. Kann nichts mehr dazu sagen. Ich aktiviere MST auf die Karte, die du gerade gespielt hast. Also klar. Ja! Ja. Ja. Ich? Ja! Ich spiele eine Karte verdeckt und greife mit Atreus dein Monster auf. Oh, das wird sich jetzt noch ewig lang hinziehen. Nee, zumindest mal bin ich ein Monster ziehe. Du bist. Punktestand immer noch 4400 zu 1600. Wollen wir kurz was lesen? Kurze Werbeunterbrechung. Kaufen Sie jetzt? Alete Kottas Kind. Alete Kottas Kind. Ich opfere mein Atreus. Oh mein Gott. Firma Vampir K. Vampir K. Perfekt. Ich habe ihn gerade zur Wahlbeschwörung geschaut. Ich darf jetzt ein finsternes Vampirmonster von meinem Friedhof spezial beschwören. Rufe meinen Schattenvampir. Pass auf, jetzt holt er dasselbe Monster nochmal. Exit-Beschwörung. Wahrscheinlich, ja. Das wäre aber so sinnlos. Heilfestung. Ja. Oh, das ist jetzt mies. Ich hänge ein Material ab, aktiviere den Effekt. Meine Heilfestung darf jetzt zweimal angreifen in diesem Zug. Angriff. So. Heilfestung direkt mit 2-4. Hörst du noch Hasen? Zack, 0. Ich habe keinen Ungeheuerkrieger. Damit hat der Skyline verloren und der Slay gewonnen. Yay! Okay, dann.